Mit Update 18.4.7 bekamen wir neben der Static Core je drei neue Augmente für Atlas und Equinox. Eines davon, Erzblick, weckte sofort mein Interesse, da es für Camp-Runs ideal sein könnte. Wenn mein Plan aufgeht, könnte Atlas von nun an Nekros und Vauban ersetzen. Erzblick gibt versteinerten Feinden eine 50% Chance, mehr Beute zu droppen und scannt sie für den Codex. Ihr erhaltet die Mod für 25.000 Standing, wenn ihr Rang 5 bei Steam Meridian oder Red Veil erreicht habt oder im Handelsstaat von anderen Spielern. Während der ersten Tests mit Atlas, Excalibur, Volt und Trinity stellten wir fest, dass Atlas zwar Vauban hervorragend ersetzen kann, aber die Lebenserhaltung oft knapp wurde. Daher wollte ich wissen, ob die Dropchance von Kraftstärke beeinflusst wird. Unglücklicherweise sind Energiezellen im Simulacrum deaktiviert, weshalb ich das Ganze in der Ausgrabungsmission auf der Erde testen musste. Zunächst testete ich das Ganze mit normaler Kraftstärke. Von 10 Energieträgern droppten 8 2 Zellen, was überdurchschnittlich ist. Bei meinem nächsten Test habe ich für maximale Kraftstärke gebaut, weshalb ich eigentlich 3 Energiezellen pro Träger bekommen sollte. Von 5 Trägern droppte aber keiner mehr als 2, was bedeutet, dass Erzblick nicht über eine 100% Chance gehen kann. Daher braucht ein Erzblick-Bild nicht mehr als 200% Kraftstärke, was entweder über blinde Wut oder eine Kombination aus Verstärken, flüchtige Stärke und kraftvoller Trift erreichbar ist. Alle Träger droppen mit diesem Bild 2 Zellen. Ich sagte vorhin, dass Atlas Vauban ersetzen kann, aber Nekros kann er selbst mit optimiertem Bild nicht vollständig ersetzen. Für Camp-Runs in der Void denken wir deshalb gerade an Trinity, Volt, Nekros und Atlas. Volt und Trinity und eventuell Nekros werden sich darum kümmern müssen, Nullfelder zu eliminieren und versteinerte Feinde zu töten. Da Endurance-Runs eigentlich immer mit 4 ätzende Projektionen gespielt werden, empfehle ich als Primärwaffe eine auf Viralschaden und Status gemoddete Phage. Und als Sekundärwaffe die Rakta Ballistica oder die Embolus aufgrund ihres radialen Viruseffekts. Mein finaler Bild dafür besteht aus Stahlfaser, Kontinuität, Fluss, Erzblick, Vitalität, blinde Wut, Stromlinie und Ausdehnung.